Ja, grüß euch. Da ist wieder die Elfriede Haferlbauer. Ja, ich tue da herin ein bisschen putzen und zusammenrahmen. Ehrlich war ich beim Einkaufen, fragt mich die Kassiererin doch, ob ich eine Tüte will. Wollte ich keine. Hätte sie sich eigentlich denken können, dass noch Baum nimmer Frauen braucht. Semi-Vormittag. Was ich aber jetzt mache, ist die Welt retten. Ja, ja, wirklich, na. Jetzt nicht in Griechenland so die Flüchtlingscamps da was helfen. Nein, das ist ja, nein, da kommst du zu nichts anderem mehr. Nein. Ich mache das jetzt daheim auf meinem Kanapé, ganz gemütlich, mit dem Laptop. Online-Petitionen unterschreiben. So viel, da kann man so viel machen. Da kann man wirklich die ganze Welt retten. Allein heute Vormittag habe ich dafür gesorgt für mehr Menschenrechte in Indien und China. Habe mich um den Erhalt einer historischen Häuserzeile in, weiß jetzt nicht mehr, wo das war, habe ich mir eingesetzt für natürlich Corona-Prämien für Putzpersonal. Dann habe ich dafür gesorgt, dass es weniger Verpackungsmüll bei Medikamenten gibt. Für den Erhalt der Ampelanlage in Köln-Bickendorf. Ja, das ist wichtig. Da gingen auch Schulkinder drüber. Natürlich muss man da sich drum kümmern. Dann habe ich unterschrieben, dass die Tätowierstudios wieder aufmachen dürfen. Weil, nein, ich finde das auch nicht schön. Aber ich habe an die ganzen jungen Eltern gedacht, die wo sie doch immer die Namen von ihren Kindern auf den Arm tätowieren müssen. Die vergessen ja in der Zwischenzeit, wie ihre Kinder heißen. Das ist auch nicht schön. Also ist für die Eltern nicht schön, ist für die Kinder nicht schön. Für niemand. Drum, man denkt, da sollen die sie wieder tätowieren lassen dürfen. Dann habe ich unterschrieben für eine Capri-Sonne im Tetrapack. Ja. Das war mir jetzt eigentlich wirklich wurscht. Aber da haben erst viel Leid unterschrieben. Da habe ich mir gedacht, mei, das ist ja so ein Haufen Arbeit. Und es ist auch schon, wenn da keiner unterschreibt. Dann habe ich da unterschrieben. Dann habe ich noch für den Nationalpark in den Kalkalpen habe ich noch besorgt, für ein Glyphosatverbot und für Wildschafe im Teutoburger Wald habe ich unterschrieben. Und da habe ich mir gedacht, das lang für heute, für morgen muss ja auch noch was da sein. Ja, also das ist aber ein gutes Gefühl, da kann man so viel Schönes machen, da kann man wirklich die ganze Welt retten. Ich glaube, ich mache das jetzt hauptberuflich. Und das Putzen da herin, das ist jetzt ein bisschen mein Sportprogramm. Braucht man ja auch ein bisschen einen Ausgleich vom die ganze Zeit umeinander sitzen und Online-Petitionen unterschreiben. Ja, das ist so, aber pst, das bleibt unter uns, gell? Also, pfiat euch bis zum nächsten Mal. Eure Elfriede Haferlbauer.